Es geht um jede Menge Holz, den natürlichen Baustoff Lehm und um Handwerker, die mit diesen Werkstoffen ihren Traumberuf leben und mit ihrer Arbeit gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun. So wie Zimmerermeister Ferdl Schweighofer aus Hottenbach im Hunsrück. Es duftet nach frischen Sägespänen und soweit das Auge reicht, ist überall Holz zu sehen. Kein Wunder, denn bei Ferdl Schweighofer dreht sich alles um den nachwachsenden Rohstoff. Traumberuf des Zimmerers. Ich arbeite mit der Natur, in der Natur. Das Material, wo in erster Linie verarbeitet wird, Holz, kommt aus der Natur und wird im Prinzip im Betrieb weiterverarbeitet, um nachher in der Natur wieder verbaut zu werden. Man muss sich körperlich da nicht mehr kaputt machen, wie früher das oft war, wo man schwere Balken schleppen musste. Heute erledigt sehr, sehr vieles die Technisierung. Wenn ich wieder auf die Welt komme, ist mein Beruf klar. Ich werde wieder Zimmerer. Und wenn es wie hier auf der Baustelle um die Verkleidung einer Fassade mit Lärchenholz geht, ist klar, dass es in diesem Beruf neben der Liebe zum Holz vor allem auf Genauigkeit und präzises Arbeiten ankommt. Denn die Fassade soll nicht nur dicht sein, sondern auch viele Jahre halten. Dass das klappt, darum kümmert sich vor Ort Timo Dönig. Auch er ist Zimmerermeister und arbeitet bereits seit 10 Jahren bei Ferdl Schweighofer, wo er natürlich auch den Nachwuchs ausbildet. Was muss man denn so können? Also man sollte schwindelfrei sein auf jeden Fall. Die Mathematik sollte auch nicht so weit her sein, weil das Rechnen ist schon angebracht. Teamfähig muss man sein und auch etwas strapazierfähig sein, weil wir arbeiten bei Wind und Wetter draußen und da ist es nicht immer so schön, wie es heute gerade ist. Viel draußen unterwegs ist auch Sascha Baus. Der Lehmbauer kümmert sich vor allem darum, alten Gebäuden neues Leben einzuhauchen. Ich hatte schon immer irgendwo eine Leidenschaft für diese historischen Bauwerke. Ich habe dann den Lehrgang besucht für die Fachkraft Lehmbau, die dann auch bestanden. Und das hat mein ganzes Leben eigentlich umgekrempelt. Circa einen Monat später habe ich dann einen Lehmbaubetrieb gegründet und habe gesagt, ich will nur noch ökologisches Bauen machen. Ökologisches und nachhaltiges Bauen, das bedeutet, mit vielen natürlichen Materialien zu bauen. Dazu gehören Holz, Stroh, Hanf und zum Beispiel auch Lehm. Vor Mauern über Dämm-, Verputz- und Anstreicharbeiten oder sogar im Trockenbau kann man mit Lehm arbeiten. Und auch im Neubau lässt sich der Werkstoff in vielen verschiedenen Bereichen einsetzen. Noch ist der Beruf des Lehmbauers kein anerkannter Ausbildungsberuf. Mit gezielter Weiterbildung, beispielsweise zur Fachkraft Lehmbau, lässt sich aber problemlos auf Berufe wie Maurer und Betonbauer aufsatteln. Aber egal ob mit Holz oder Lehm oder mit allem beiden, für Bauherren hält das Handwerk viele Möglichkeiten bereit, nachhaltig und ökologisch zu bauen und zu renovieren. Und eine Ausbildung im Bauhandwerk eröffnet viele tolle Möglichkeiten, später erfolgreich seine Träume zu verwirklichen. Wer jetzt Lust auf eine Ausbildung bekommen hat, findet Informationen zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.